waren gerade dabei, mit ihren Fingernägeln die Erde aufzukratzen und mit ihren Zähnen ein schwarzes Lamm zu zerreißen. Blut floss in die Grube, aus der sie die toten Seelen herauslocken wollten, damit sie ihnen Antwort geben. Schlangen hättest du sehen können und umherirrende Hunde der Unterwelt. Und wie sich der Mond schamrot hinter den Grabhügeln verbarg. Was ist aus unseren jungen Männern geworden? Schrieb Seneca. Statt die Lehrstätten von den Philosophen und Rhetoren aufzusuchen, drängen sie sich in die Kochschulen. Um das Volk bei Laune zu halten, gab es öffentliche Hinrichtungen. Im Kolosseum wurden Gladiatorenkämpfe organisiert, vom Kaiser höchstpersönlich. Tom Waits hat in einem Song sich darüber seine Gedanken gemacht. Herein spaziert, meine Damen und Herren, in das größte Amphitheater Roms. 45.000 Sitzplätze, 5.000 Stehplätze, das kaiserliche Kolosseum. The women all control their men with raises and with wrists, and the princess pieces great to eat on a torrid black kiss. What you will be wearing there, the lion or the raven hair, the flesh will all be tearing, but the tail will be your own. Wird mir vorgezogen, der sich sein Vermögen im Gemetzel errungen hat. Ein Ritter, gemästet mit Blut. Kannst du mein Leben diesen Kerl mit deinen schönen Armen umfangen? Kannst du mein Leben in seinen Umarmungen ruhen? Ja. Kaum zurückhalten und schlägt die Hände vors Gesicht und ihre edlen Wangen färben sich rot. Sie hält ihr einstiges Haar auf dem Schoß und betrachtet es. Weh mir, es hätte einen anderen Platz verdient. Das war ein Gedicht aus dem ersten Buch der Amores, der Liebeselegien von Ovid, kurz vor der Seitenwende geschrieben. Bitte, Klaus.
Wenn jemand von euch sein Geschäft verrichten will, soll er sich nichts genieren. Keiner von uns ist mit Verschluss geboren. Die Flatulenz geht ins Gehirn und macht den ganzen Körper Rumor. Ich weiß von vielen, die so umgekommen sind, weil sie sich nicht zur Wahrheit bekannt haben. Klaus, mach Musik! Klaus. Ach, du bist ein unsensibles Arschloch. Bitte mach was Lauwarmes, ja? Verdauungsmusik. Die singende Säge. Es ist zwar Instrumentenschätzung, aber es ist trotzdem. Was gibt's denn als Vorspeise? Vulkanischer Eber, bei linden Südwind gefangen, mit scharfen Rübchen, Kopfsalat und Rettich rings garniert. Sag mal, aus der wievielten Arbeitsgruppe kommst du eigentlich? Aus Nummer 40. Angekauft an dem Haus geboren. Ich bin ja von meinem Onkel testamentarisch vermacht. Aha, also dann spiel was Ordentliches. Mensch, diese Säge geht mir auf den Wecker. Unerträglich! Spiel mal was Rammstein, oder? Einstürzende Neubauten! Oder dein Galeerengruf, den du zu Hause immer übst, mit dem du deine Nachbarn ärgerst. Spiel mal den Galeerengruf. Oh, ja.